Das Tal der Könige. Über 500 Jahre lang die letzte Ruhestätte für die Herrscher Ägyptens. Der berühmteste Schatz, der dort je gefunden wurde, die Goldmumie von Tutanchamun. Damals ein sensationeller Zufallsfund. Heute untersuchen Archäologen das Totenreich der Pharaonen mit Hilfe von Laserkameras. Computergrafiken liefern erstmals exakte Bilder der unterirdischen Grabanlagen mit ihren endlosen Gängen und zahlreichen Kammern. Die prunkvollen Zimmer für die Ewigkeit, verborgen im Schutz schroffer Felsen, errichtet von genialen Baumeistern und Handwerkern. Von geplündert, von findigen Entdeckern aufgespürt. Das Reich der Toten an der Grenze zur westlichen Wüste, seit jeher ein geheimnisumwitterter Ort. Ein Tor zum Himmel, vom Diesseits in die jenseitige Welt. November 1922. Ausgrabungen im Tal der Könige. Noch wissen die Arbeiter nicht, dass 10 Meter unter ihnen einer der größten Schätze ruht, der jemals im Tal der Könige entdeckt wurde. Tief im ausgehöhlten Kalkstein liegen die Grabkammern eines Pharao, bis an die Decke gefüllt mit unermesslichen Kostbarkeiten. In einem Sarg aus massivem Gold die Mumie des Toten, der balsamierte Leichnam von Tutanchamun. Der Sensationsfund liefert den Archäologen den Beweis. Die karge Felslandschaft muss einst eine einzigartige Schatzkammer gewesen sein. Das ist mit die felsigste Gegend im westlichen Teil der Wüste. Aber hier hat man die aufregendsten archäologischen Funde gemacht. Allein in diesem Bereich liegen das Grab von Amenophis II., das Grab von Haremheb, das Grab von Ramses III. Da drüben Ramses VI. Und direkt in der Mitte das Grab Tutanchamuns. Nicht jedes der 62 Gräber im Tal der Könige enthält materielle Schätze, dafür aber Schätze an Wissen und Information. Tief unter der Erdoberfläche erstreckt sich ein weit verzweigtes Labyrinth aus Gängen und Grabkammern. Dort wurden Pharaonen zur Ruhe gebettet, die weit bedeutender waren als der Kindkönig Tutanchamun. Unübertroffen die Anlage des mächtigen Herrschers Sethos I. Er war der Erste, der die Innenwände bis hin zur Sargkammer vollständig mit bemalten Reliefs ausschmücken ließ. Die prächtige Ausstattung eines Pharaonengrabes diente nur einem Zweck, der Ausrüstung des Königs für ein erfolgreiches Weiterleben nach dem Tode. Es ging nicht um Unterhaltung. Ein Grab war kein Kunstmuseum, sondern es stellte sicher, dass der Verstorbene wohlbehalten ins Jenseits gelangte und seinen Platz unter den Göttern einnahm. Das Grabmal als Schutzbau für den verstorbenen Pharao. Denn nur ein unversehrter Körper mit einer gesunden Seele garantierte ewiges Leben im Paradies. So die Vorstellung der alten Ägypter. Im Palast wohnte man in seinem Erdenleben, aber das Grab war für immer. Deshalb steckten sie so immense Summen in den Bau ihrer Gräber. Das war die wichtigste Investition, die man tätigen konnte. Sie war für die Ewigkeit. Das Tal der Könige liegt am Westufer des Nil, nur knapp 5 Kilometer von der einst glanzvollen Metropole Theben entfernt. Dort, im religiösen Zentrum des Reiches, versammelte sich die Elite des Landes, Adlige, Gelehrte und Priester. Der Reichtum in dieser Stadt war so groß wie der des restlichen Ägypten zusammen. Auch die Zunft der Balsamierer gehörte zur reichen Oberschicht. Die heiligen Männer mit dem wohlgehüteten Wissen übernahmen die Mumifizierung eines toten Pharao. Die aufwendige Zeremonie dauerte 70 Tage und folgte genau vorgeschriebenen Arbeitsschritten.
Sie mumifizierten die Leiche, weil sie an die Auferstehung glaubten. Sie glaubten, dass der Pharao sich im Jenseits wieder erheben würde. Also mussten sie seinen Körper erhalten, denn er brauchte ihn noch. Kein Volk auf der Erde beherrschte die Kunst des Balsamierens so vollkommen wie die Ägypter. Wichtigste Voraussetzung für eine perfekte Mumie war die vollständige Entwässerung des Körpers. Zuerst entfernten die Priester die inneren Organe mit einem Messer, so scharf wie ein Skalpell. Zum Austrocknen liegt der Tote anschließend wochenlang in einem Bett aus Natronsalz. Gesalbt und in Leinenbinden fest eingewickelt, wird der Leichnam schließlich ins Grabmal überführt. 500 Jahre diente das Tal der Könige als Begräbnisstätte der Pharaonen. Der Ort mit Bedacht gewählt. Wie ein Schutzmantel sollte der Felsgürtel Neugierige abhalten. Kein gewöhnlicher Sterblicher durfte die prächtigen Anlagen je zu Gesicht bekommen. Zusätzlich bewachte eine spezielle Sicherheitstruppe das 4 Hektar große Gelände. Auf den Felsgipfeln postiert kontrollierten die Männer die Nekropole im Tal. Von oben hatten sie die Eingänge zu den Felsgräbern stets im Blick. Das Tal ist von schroffen Felsen umgeben. Wenn man da oben ringsum Posten einrichtet, übersieht man das ganze Tal. Wenn man jeden Posten rund um die Uhr besetzt, entgeht einem keine Bewegung. Eine Gruppe jedoch durfte unbehelligt passieren. Die Architekten, Handwerker und Arbeiter, die an den Anlagen bauten. Die Gräbermacher wohnten in einer kleinen Siedlung am Fuße des thebanischen Westgebirges, nur 2 Kilometer von ihrem Arbeitsplatz entfernt. Eine exklusive Gemeinschaft mit besonderen Privilegien. Die Ruinen von Deir al-Medina. Dort lebten und starben 25 Generationen von Fachkräften mitsamt ihren Familien. Bei Ausgrabungen sind Archäologen eines Tages auf erstaunliche Zeugnisse gestoßen. Sie geben Auskunft über die Dorfgemeinschaft zu jener Zeit. Lieferungen von Material und Werkzeug, Pachtverträge und vieles mehr schrieben die Bewohner akribisch auf Abertausende von Tonscherben. Beim Gräberbau fielen Unmengen solcher Splitter und Stückchen ab. Auf dieses Schmierpapier schrieben sie ihre Notizen. Die Notizbücher beweisen, den Bewohnern von Deir al-Medina ging es gut. Sie wurden fürstlich entlohnt. Für herausragende Leistungen erhielten sie sogar Sonderzuteilungen in Form von Lebensmitteln oder zusätzlicher Kleidung. Wenn ein Herrscher starb, trauerte das Dorf nicht, sondern feierte ein großes Fest. Denn der Tod des Pharao bescherte den Männern von Deir al-Medina einen weiteren Auftrag: den Bau eines Grabmals für den neuen König. Gleich nach der Krönung des Nachfolgers machten sich die Architekten ans Werk. Ein schwieriges Unterfangen, denn sie wussten nicht, was sie im Inneren der Felsen erwartete. Bei Ausschachtungsarbeiten waren sie nie sicher, ob sie nicht auf ein älteres Grab trafen. Es gibt im Tal der Könige 5 solcher Fälle, dass Ingenieure bei Bauarbeiten auf ein bereits bestehendes Grab stießen oder, wenn sie es rechtzeitig merkten, eine scharfe Wendung machten, um eine Beschädigung zu vermeiden. Mit steigender Anzahl der Pharaonengräber stieg auch das Kollisionsrisiko. Möglicherweise der Grund für eine auffällige Veränderung im Grundriss. Die frühen Anlagen sind L-förmig. Nur wenige Generationen später jedoch verlaufen sie in einer geraden Linie. So hofften die Baumeister, Platz zu sparen. Denn mit den Jahrhunderten wurde es eng im Tal der Könige. Insgesamt 62 Felsgräber haben Forscher bisher im Bauch der Erde entdeckt. Für die Arbeiter begann die Woche mit der Verteilung der Werkzeuge. Schreiber protokollierten sorgfältig, wer was erhalten hatte. Kupfermeißel galten im alten Ägypten als besonders wertvoll. Ein einziges Gerät kostete so viel wie der Monatslohn eines Arbeiters. Eine teure Investition. Mit einfachsten Hilfsmitteln und purer Muskelkraft brachen die Männer große Kalksteinbrocken aus dem massiven Fels.
Schwerstarbeit in mörderischer Hitze. Erstickender Staub, 95% Luftfeuchtigkeit, unerträgliche Temperaturen. Steine stürzen herunter. Der Vorarbeiter treibt die Leute an und sie wissen, dass sie spuren müssen. Unter der sengenden Sonne zu schuften war anstrengend genug. Doch weitaus schlimmere Bedingungen erwarteten die Steinklopfer an einem Platz ohne Sonne. Unter Tage, in den engen Schächten. Hunderte von Öllampen dienten als notdürftige Lichtquelle. Ein paar Salzkörner, eingestreut ins Öl, verhinderten, dass es qualmte. Stunde um Stunde, 7 Tage die Woche, schafften sie sich durch den Kalkstein. Doch je tiefer die Spezialisten vordrangen, desto schwieriger wurde es, die Richtung zu halten. Ein Grab in den Fels zu schlagen, ist so ähnlich wie einen Stollen im Bergwerk vorzutreiben. Man verliert schnell die Orientierung. Es ist ausgesprochen schwer, gerade und horizontal zu bleiben. Nur mit Winkelmaß, Senkblei und Schnur schufen die Steinhauer Monumente von großer Schönheit und verblüffender Genauigkeit. Ein erhaltener Bauplan belegt, wie präzise die Handwerker Maßangaben umsetzten. Sie erreichten die Vorgaben mit einer Abweichung von etwa 2 Millimetern. Je tiefer die Männer gerieten, umso genauer untersuchten sie den Schutt nach verräterischen Anzeichen. Sie wussten aus bitterer Erfahrung, dass die geologischen Gegebenheiten im Tal der Könige sie vor unlösbare Probleme stellen konnten. Nur der weiche Kalkstein, die obere Schicht des Felsens, war ideal für den Gräberbau. Bröselige oder extrem harte Gesteinsformationen konnten das Unternehmen gefährden. Stießen sie auf Schiefer, musste das Grab aufgegeben werden. Unter Umständen war der Erfolg jahrzehntelanger Arbeit mit einem Schlag zunichte. Den Erbauern der Ruhestätte von Sethos I. ist dieses Schicksal erspart geblieben. Die grandiose Anlage, typisch für den Baustil jener Zeit, mit langem Gang, einer tiefen Grube zur Abwehr von Plünderern und diversen Lagerräumen für die königlichen Beigaben. Am Ende schließlich, nach über 90 Metern, das Wichtigste. Eine hallenartige Sargkammer für den göttlichen Pharao. Waren die Steinhauer erst einmal abgezogen und der Bauschutt rausgeschleppt, inspizierten die Vorarbeiter den ersten Bauabschnitt. Dann trat die zweite Gruppe auf den Plan. Sie bereitete die Flächen für die Dekoration vor. Einzigartig die farbigen Darstellungen mit unzähligen Motiven aus den sogenannten Unterweltsbüchern der alten Ägypter. Szenen, die dem Pharao helfen sollten auf seiner abenteuerlichen Reise durch das Totenreich. Nur die besten Künstler des Landes wurden mit der Bemalung der Wände betraut. Ein eingespieltes Team aus kundigen Schreibern. Eine Arbeit wie am Fließband. Als erstes machten die Zeichner eine Skizze. Mit Hieroglyphen markierten sie die Position der Zeichnungen. Dann führte ein Höherstehender sie mit schwarzer Tinte aus und korrigierte dabei Größe und Proportionen, um ein ästhetisch gefälliges Gesamtbild zu erzielen. Außerdem verbesserte er Schreibfehler und Auslassungen. Hier sieht man, dass der erste Zeichner mit roter Tinte arbeitete und offenbar eine ganze Textspalte ausgelassen hat. Der zweite musste also diese Figur nach rechts verschieben und die vergessenen Hieroglyphen einfügen. Ein Schreibfehler. Und der Pharao wäre möglicherweise hoffnungslos verloren gewesen. Denn die Darstellungen wiesen den sicheren Weg ins Jenseits. Man kann sich vorstellen, wie diese Männer gearbeitet haben. Die Öllampe in der einen, den Pinsel in der anderen Hand. Trotz dieser Bedingungen haben sie wunderbare Kunstwerke geschaffen. Die Art, wie jedes Detail dieses Halsschmucks in leuchtenden Farben ausgeführt ist, die Einzelheiten des Gesichts, die feine Modellierung der Lippen, des Ohrs und der Nase. Selbst ein erfahrener Künstler braucht für so etwas sehr viel Zeit. Vermutlich viele Jahre.
Doch in diesem Fall hat sich die Mühe gelohnt. Seit seiner Entdeckung am 18. Oktober 1817 gilt das Sethos-Grab als herausragendes Beispiel ägyptischer Grabkunst. Den königlichen Sarkophag fertigten die Steinmetze. Aus einem massiven Block, Granit, Quarzit oder Alabaster geschnitten, wog der Sarg bis zu 10 Tonnen. Mit einem feinen Meißel verzierten sie Außen- und Innenwände der kostbaren Grablege mit mythologischen Darstellungen. Ein Prunkstück zu Ehren des Pharao. Begonnen hatten die Arbeiter mit einem einfachen Gang, mühevoll in den Felsen geschlagen. Am Ende präsentierten sie ein präzise gebautes und kostbar geschmücktes Vehikel für den Weg ins Jenseits. Bereit für den königlichen Passagier. Der Leichnam von Sethos I. ist für die Mumifizierung vorbereitet, die Eingeweide entnommen, dem Gewebe die Feuchtigkeit entzogen. Jetzt wird er in feinstes Leinen gewickelt. Die Prozedur dauert Tage. Amulette, zwischen die Binden gesteckt, sollten den Toten auf ewig schützen. Besonders das Anch-Zeichen war bei den alten Ägyptern beliebt, denn es bedeutet Leben. Noch heute, nach über 3000 Jahren, zeigt sich der konservierte Leichnam von Sethos I. nahezu unversehrt. Man betrachtet die Mumie und denkt, die Einbalsamierer haben in gewisser Weise den Tod überlistet. Sie wollten Sethos unsterblich machen, und das haben sie geschafft. Das ist Einbalsamierungskunst auf höchstem Niveau. Sethos I. war einer der bedeutendsten Könige Ägyptens. Er brachte seinem Reich den ersehnten Frieden und Wohlstand. Die Untertanen vertrauten ihm. Als er mit 65 Jahren starb, fiel das Volk in einen tiefen Schock. Die Bestattung des geliebten Herrschers, ein pompöser Staatsakt. Nach ausgedehnten Feierlichkeiten im Tempel machte sich eine lange Prozession auf den Weg ins Tal der Könige. Über viele Kilometer zogen auserwählte Männer den schweren Mumiensarg durch die glühende Steinwüste zum Großen Platz, wie das Tal damals von den Einheimischen genannt wurde. Mit im Gepäck rituelle Gegenstände, massive Truhen aus Edelholz, lebensgroße Statuen und vieles mehr. Kostbarkeiten, die dem Verstorbenen in der Welt nach dem Tod ein angenehmes Leben bescheren sollten. Angeführt vom obersten Priester in der Maske des schakalköpfigen Anubis erreichte die Trauergemeinde das königliche Grabmal. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit wurde die goldene Mumie in die Sargkammer getragen. Gebettet in einen Sarkophag aus feinstem Alabaster trat der Pharao dort seine letzte Reise an. Die Grabbeigaben für Sethos I. müssen von unvorstellbarer Schönheit und unermesslichem Wert gewesen sein. Aber auch Alltagsgegenstände und Nahrungsmittel gehörten zur gängigen Ausstattung. Für jedes Bedürfnis war gesorgt. Dem Verstorbenen sollte es an nichts fehlen. Brot, Früchte und erlesene Speisen, Bier, Wein oder Säfte, ausgewählt für ein Festbankett nach der Wiedergeburt. Selbst auf fleißige Diener brauchte der Herrscher nicht zu verzichten. Man stellte sich das Jenseits vor wie das Diesseits. Diese magischen kleinen Dienerstatuen, Ushebtis genannt, sollten im Jenseits lebendig werden und den Pharao versorgen. Jedes Figürchen versehen mit einer Inschrift. Wenn du mich rufst, hier bin ich, zu deinen Diensten. Gemäß seines Standes begleitete den König gleich eine ganze Kompanie von Ushebtis. Archäologen haben bis zu 450 solcher kleinen Helfer gefunden, alle hübsch in einem Kasten verpackt. Waren schließlich auch die letzten Rituale vollzogen, versiegelten die Priester die Türen der reich ausgestatteten Anlage.
Als man die Mumie von Sethos 3000 Jahre später entdeckte, fehlte von seinem Grabschatz aber jede Spur. Röntgenbilder zeigen deutlich ein Amulett, das noch immer zwischen den Binden steckt. Nur ein klägliches Überbleibsel von seinen sagenhaften Reichtümern. Vielleicht wurde die letzte Ruhestätte des Herrschers schon bald nach seinem Tod aufgebrochen und geplündert. In einer Zeit, als politische und wirtschaftliche Unruhen das Land erschütterten. 1090 vor Christus, das Jahr der Hyänen, wie die alten Ägypter es nannten. Angriffe aus der Wüste gefährdeten den Frieden, die Ernten waren schlecht, das Volk hungerte. Wie immer in Krisenzeiten eines Staates blühte die Kriminalität. Im Tal der Könige tauchen plötzlich professionelle Diebesbanden auf, skrupellose Gangs, die nicht einmal vor dem Frevel des Grabraubs zurückschreckten. Legendär die Verbrecherkarriere von Paneb, einem Vorarbeiter aus Deir al-Medina, dem Dorf der Grabbaumeister. Er und seine Männer gingen mit unglaublicher Zerstörungswut zu Werke. So zumindest belegen es zeitgenössische Dokumente. Die Banditen gelangten nicht durch die Eingänge in die Anlagen, denn die wurden rund um die Uhr bewacht. Die Räuber verschafften sich Zugang von oben. Ein Grab zu betreten bedeutete, ins Jenseits einzudringen. Eine Vorstellung, die viele potenzielle Täter abgeschreckt haben dürfte. Ein Ort der Dunkelheit, an dem es nach Tod und Verwesung stank. Ein Reich, in dem riesige Statuen den Weg versperrten. Wächterfiguren mit magischen Kräften, die Eindringlinge mit einem Fluch belegen konnten. Doch zu sehr lockten die verborgenen Schätze und Kostbarkeiten. Grabraub war damals eine einträgliche Erwerbsquelle. Möbel, Kästen, Gefäße und Stoffe ließen sich auf dem Schwarzmarkt bestens zu Geld machen. Vor allem Gold brachte Spitzenpreise. Fachleute können heute nur noch vermuten, wie viel Gold jedes Grab enthielt. Es gibt da wilde Spekulationen. Von 250 Kilo bis zu 100 Tonnen. Das edle Metall war oft in Objekte aus Holz oder Stein eingearbeitet. Und das meiste befand sich im königlichen Sarkophag. Für die Diebe kein Hinderungsgrund. Wir stahlen das Gold, das wir an dieser edlen Mumie fanden, an seinen Amuletten und an seinem Hals. Wir raubten ihre Grabbeigaben und teilten sie unter uns auf. So lautete eines der typischen Geständnisse jener Tage. Häufig legten die Männer Feuer, um Spuren zu verwischen. Dabei zerstörten sie Gegenstände von unermesslichem Wert. Wie viele Schätze der Menschheit auf diese Weise verloren gingen, lässt sich nicht einmal erahnen. Schließlich entschloss sich der Staat zu harten Gegenmaßnahmen. Verdächtige wurden monatelang verhört und gefoltert. Rutenhiebe auf Handflächen und Fußsohlen sollten den Gefangenen zum Sprechen bringen. Das Vergehen galt als so ungeheuerlich und der Prozess war von solcher Wichtigkeit, dass der Pharao selbst zugegen war. Berichte schildern, wie der Beschuldigte zusammenbrach und gestand, er habe den Sarkophag aufgebrochen und den Inhalt in Brand gesetzt. Damit war sein Schicksal besiegelt. Wer für schuldig befunden wurde, erhielt die Höchststrafe. Tod durch Pfählen. Eine langsame und grausame Methode. Die Ära der frevelhaften Grabplünderungen und der Korruption endete mit einer entscheidenden Wende im Tal der Könige. Nach 500 Jahren galt der Ort der Wahrheit am Westufer des Nil als viel zu unsicher. Die Pharaonen suchten in der Abgeschiedenheit nach anderen Plätzen für ihre letzten Ruhestätten.
Für das kleine Wüstendorf Deir al-Medina eine Entwicklung mit fatalen Folgen. Die königliche Arbeitersiedlung verwaiste und versank allmählich unter dem feinen Sand. Priester und unbestechliche Beamte öffneten jedes Pharaonengrab im Tal, das sie finden konnten. Die Mumien schafften sie heimlich über einen einsamen Höhenpfad zu einem sicheren Versteck. Es wurde still im Tal der Könige, bis die ersten Fremden kamen. In den folgenden Jahrhunderten erlebte Ägypten eine Invasion feindlicher Mächte. Im Gefolge der fremden Armeen kamen auch die ersten Touristen ins Land am Nil. Die prunkvollen Pharaonengräber avancierten zur Hauptattraktion. Viele Besucher haben sich dort verewigt. Tausende von Graffiti zieren die Wände der Grabkammern. Wir, Daisios und Sonasios, haben 6 dieser Gräber gesehen und sind überaus beeindruckt. Ich bin hingerissen von dem, was ich gesehen habe. Deshalb schreibe ich dies. Markus Litos war hier. Immense Schäden, die jene frühen Touristen anrichteten. Doch vergleichsweise gering im Verhältnis zu den Zerstörungen durch die Gewalten der Natur. Alle paar hundert Jahre rutschen nach verheerenden Regenfällen tausende Tonnen Geröll ins Tal. Dadurch sind große Schäden an den Gräbern entstanden. Das Wasser schießt durch das Tal. Es reißt Gesteinsbrocken mit und überflutet alles. Die Folgen kann man sich vorstellen. Wenn Millionen Liter Wasser durch die Gänge strömen, die Bemalungen abwaschen, die Reliefs beschädigen und ein Grab einfach bis unter die Decke füllen. Verwüstungen von unvorstellbarem Ausmaß. Manchmal tobten solche Unwetter, dass sich das Tal der Könige in einen riesigen See verwandelte. Im Laufe der Jahrtausende verstopften die Überflutungen zahlreiche Gräber mit Steinen und Geröll. Erst im 19. Jahrhundert erwachte die Wüstenlandschaft zu neuem Leben. In nur 10 Monaten spürte ein einziger Mann 8 Pharaonengräber auf. Der Italiener Giovanni Belzoni, ein ehemaliger Zirkusakrobat. Er war losgezogen, das ägyptische Altertum zu erforschen. Das Tal der Könige schien ihm zunächst nicht besonders vielversprechend. Einige Gräber waren offen. Auf der Suche nach weiteren stocherte Belzoni mit Eisenstangen im Geröll herum und wurde fündig. Am 18. Oktober 1817 stößt der Mann aus Europa auf den Eingang zur Grabanlage von Sethos I. Nach stundenlanger Schufterei dringt Belzoni bis zur Sargkammer des einst mächtigen Pharao vor. Eine sensationelle Entdeckung, die weltweit Aufsehen erregte, aber auch für negative Schlagzeilen sorgte. Denn um ans Ziel zu gelangen, war dem Italiener jedes Mittel recht. Belzoni bekommt manchmal eine schlechte Presse, wegen der Methoden, die er anwandte, um versiegelte Gräber zu öffnen. Er nahm zum Beispiel einen Rambock, was man heute wohl nicht mehr tun würde. Seine Arbeitstechniken und persönlichen Vermutungen über Alter und Zweck ägyptischer Bauten schildert Belzoni später in einem 2-bändigen Buch. Aber auch die Momente großer Glücksempfindungen schreibt er auf. Wenn man Belzonis Tagebücher liest, spürt man seinen Begeisterungstaumel. Vor ihm hatte noch nie ein Europäer ein Grab betreten, an dessen Wänden sich so viele herrliche Details erhalten hatten. Und wie er später feststellte, war es eins der größten Gräber, die man je entdeckte. Immerhin erstreckt sich die Anlage über eine Länge von 94 Metern. Von der Sargkammer aus führt zusätzlich ein langer Tunnel tief in den Berg. Liegt an seinem Ende der lang gesuchte Schatz des Pharao?
Räumten die Priester vor 3000 Jahren die Grabkammern leer, um sie vor Dieben zu schützen? Niemand weiß es. Fest steht, das Sethos-Grab gehört zu den prächtigsten und besterhaltenen Anlagen Ägyptens. Mit Malereien und Reliefs, die an Schönheit und Genauigkeit kaum zu übertreffen sind. Fest steht auch, dass Giovanni Belzoni die ausgedehnte Nekropole damals leer vorfand, zumindest so gut wie leer. Und das wenige, was er aufspürte, nahm er an sich. Hunderte von kleinen Ushebtis. Auf dem Schwarzmarkt in Kairo waren sie offensichtlich nichts wert. Belzoni jedoch erkannte sofort, dass jedes dieser Figürchen in Europa ein Vermögen einbringen würde. In den Großstädten wie London, Paris und Berlin löste die Nachricht vom Sensationsfund einen wahren Goldrausch aus. Im Tal der Könige nach Schätzen zu graben, avancierte zu einer Art Volkssport. Jeder konnte mitmachen. Eine Kontrolle gab es nicht. Reiche Sammler schnappten einander die schönsten Stücke vor der Nase weg. In Europa galt es in gewissen Kreisen als schick, mit Pharaonenkunst zu protzen. Nur 105 Jahre nach Belzonis Entdeckung stieg ein neuer Pharao zum Superstar des alten Ägypten auf, der Kindkönig Tutanchamun. Sein Grab hatten Schatzjäger nicht entdeckt. Anfang des 20. Jahrhunderts gräbt der englische Archäologe Howard Carter im Tal der Könige. Carter ist überzeugt von der Existenz einer noch unentdeckten Anlage in den Felsen von Kurna. Doch auch nach 7 Jahren intensiver Suche können seine Arbeiter nichts Nennenswertes zutage fördern. Seinem Geldgeber Lord Carnarvon gehen allmählich die Mittel aus. Er verliert die Geduld. Carnarvon sagte, wir haben nichts gefunden, wir machen Schluss. Aber Carter wollte noch eine einzige Saison. Es gab ein kleines Dreieck, wo er noch nicht gegraben hatte. Das war seine letzte Hoffnung. Carnarvon willigt ein. Carter treibt seine Leute zur Eile an. Am 4. November 1922 schließlich stoßen die Arbeiter auf eine in den Stein gehauene Stufe. Die erste von 15 weiteren. Die Treppe führt zu einem zugemauerten Eingang mit königlichen Siegeln. Sie sind unversehrt. Dahinter liegt, was Howard Carter erhofft hat, ein völlig intaktes Grab, von Plünderern verschont. Die letzte Ruhestätte von Tutanchamun. Besondere Umstände hatten verhindert, dass schon andere vor Carter die Anlage entdeckten. Über dem Grab war bald nach seinem Bau eine Arbeitersiedlung entstanden. Hier hatte man auch den Schutt von den Ausgrabungen des Grabs Ramses VI. Abgeladen. Schatzsucher und Ägyptologen kamen ganz einfach nicht auf die Idee, unter diesem wenig attraktiven Fundort nachzusehen. 5000 erlesene Objekte füllen die Kammern des politisch unbedeutenden Herrschers aus der 18. Dynastie. Allein der Sarg aus massivem Gold wiegt über 200 Kilo. Wie kostbar muss demnach erst der Schatz des mächtigen Sethos gewesen sein? Anders als viele seiner Vorgänger ist Howard Carter nicht darauf aus, den Fund auseinanderzureißen und in alle Welt zu verkaufen. Der Archäologe fotografiert, vermisst und katalogisiert jeden einzelnen Gegenstand akribisch genau. Zum ersten Mal kann die Welt einen Blick auf die Pracht und den Reichtum eines Pharao werfen und einen Eindruck vom Totenkult der alten Ägypter gewinnen. Alle Fundstücke überführen die Wissenschaftler ins Ägyptische Museum in Kairo. In Glasvitrinen untergebracht und gut bewacht, ziehen sie dort seither Millionen von Besuchern an.
Nach 1922 schien das Tal der Könige keine Sensationen mehr bereitzuhalten. Neue Gräber wurden nicht entdeckt. Doch als der Ägyptologe Kent Weeks vor einigen Jahren ein kleines Grab mit der Bezeichnung KV5 vom Sand befreite, erlebte er eine Überraschung. Jahrzehntelang sind Forscher davon ausgegangen, dass KV5 sechs Kammern umfasst. Doch dann legten sie einen Eingang frei. Dahinter verbarg sich ein Korridor, der in Dutzende weitere Grabkammern mündete. KV5, das Grab der Söhne von Ramses II., entpuppte sich als das größte Grab, das in der Wüstennekropole bisher gefunden wurde. Es gibt Korridore, die mindestens 150 Meter weit in diesen Berg hineinreichen. Diagonal gehen davon weitere Korridore ab, hier unter der Straße entlang, bis dorthin, wo die Leute stehen. Andere Korridore verlaufen quer zur Straße, in diese Richtung, in den Berg hinein, auf das Grab Ramses II. Zu. Andere Korridore liegen in südlicher Richtung, das Tal hinunter, bis ungefähr zum Grab Tutanchamuns. Bis jetzt haben wir 150 Kammern entdeckt. Die meisten Gräber bestehen aus höchstens 18 oder 19 Kammern. Wenn man sich vor Augen hält, dass Setos Grab 800 Quadratmeter groß ist, dieses Grab aber über 3000, dann bekommt man eine Vorstellung von seiner enormen Ausdehnung. Die Nachricht vom Megagrab KV5 hat neue Touristenströme in den Hitzekessel gelockt. Täglich werden etwa 4000 Menschen aus aller Herren Länder zum Denkmal in der Wüste gekarrt. Die Zahl soll noch steigen. Wenn täglich etwa nur 900 Menschen ein Grab besichtigen, schwitzen sie zwischen 30 und 120 Liter Wasser aus, das sich an den Innenwänden absetzt. Für die Gräber eine Katastrophe. Wir haben es hier mit nicht erneuerbaren Schätzen zu tun. Deshalb muss man sie schützen. Wir versuchen, jedes neue technische Verfahren zu nutzen und so vorsichtig wie möglich einzusetzen. Eine Überwachungskamera, wie sie beim FBI zur Bekämpfung von Verbrechen eingesetzt wird. In den Grabanlagen dient sie einem anderen Zweck. Mit ihrer Hilfe sollen die Innenwände bis ins kleinste Detail aufgezeichnet werden. Wenn das Experiment gelingt, könnten Touristen schon bald dreidimensionale Aufnahmen betrachten, statt selbst in die Gräber hinabzusteigen. Die Kamera sammelt Daten, 125.000 Bildpunkte pro Sekunde. Sie besteht aus einem Spiegel, der einen Laserstrahl steuert. Er kann einen Raum rundum abtasten, die ganzen 360 Grad. Der Laserstrahl wird von jeder Stelle des Raums zur Kamera zurückgeworfen. Wir messen die Zeit, die er dafür gebraucht hat, und berechnen daraus die Entfernung. Moderne Technik macht es möglich. Mit 900 Umdrehungen in der Minute scannt der Laser die Oberflächen jeder einzelnen Grabkammer. Das neue Verfahren erleichtert die Arbeit der Archäologen und eröffnet völlig neue Perspektiven. Die Laserkamera erlaubt es uns, direkt in ein Grab hineinzusehen. Wir brauchen keine 15 Jahre mehr, um es zu vermessen und aufzuzeichnen. In 4 oder 5 Stunden bekommen wir ein recht genaues Bild. Noch Zukunftsmusik, aber schon bald wollen die Forscher die Bilder sogar online ins Netz stellen. Dann können Interessierte in aller Welt die Königsgräber virtuell erkunden, ohne je ihren Fuß ins Tal der Könige zu setzen. Wenn ein Grab zerstört wird, ist das sehr traurig für uns. Aber wenigstens haben wir jetzt etwas für kommende Generationen. Noch geht es in erster Linie darum, die riesige Nekropole mit ihren uralten Denkmälern zu erhalten. Doch immer wieder wird es Forscher und Schatzjäger geben, auf der Suche nach unentdeckten Kostbarkeiten. Viele hielten das Tal der Könige für ausgereizt. Belzoni glaubte, er hätte alles gefunden, was zu finden war. Aber dann fand Carter Tutanchamun, dann fand Weeks KV5.
Das Tal der Könige ist keineswegs vollständig abgegrast, ebenso wie die anderen Fundorte in Ägypten. An jeder Felswand kann man mögliche Stellen entdecken. Das Tal birgt noch Geheimnisse. Und in den nächsten Generationen werden sie auch gelüftet werden. So werden Archäologen und andere Wissenschaftler auch in Zukunft im Tal der Könige einen Stein nach dem anderen umdrehen. An einem heiligen Ort, der für die alten Ägypter einst das Tor zum Himmel bedeutete.